also, ich frage Sie jetzt, wieso, was wollen Sie mit Marschall, mit Proviant? Ja? Sie können es mir glauben, Herr Prall, ich muss mir das jetzt alles mitnehmen, ich will doch verreisen. Und lieber Freund, wenn Sie denn schon in Urlaub fahren, ja, dann finden Sie überall Mitropa-Gaststätten, Sie finden überall Restaurants, Herr Prall, wo Sie... ist ja gut, aber ich muss trotzdem was mitnehmen, ich mache nämlich meine berühmte Weltreise. Ich mache doch jedes Jahr einmal eine Weltreise. Na, da kriegen Sie auch was zu essen. Na, ich fahre ja mit dem Schiff. Beim Schiff? Naja, und da gibt es wohl ab und zu was zu. Aber ist es besser, wenn ich was mithabe, nicht? Nee, wieso? Sie machen eine Weltreise mit dem Schiff? Da bedient so ein Stewart, wissen Sie? Der kommt. Da bedient kein Stewart, da bedient ein Steward. Nee, die Maria Stewart kennt. Nicht Maria Stewart, also bitte schön. Was ist das für ein Schiff? Ich habe voriges Jahr erst eine Weltreise gemacht. Ja. Und zwar. Das war toll. Ja, bitte schön. Mit der Kegelbahn. Mit dem Kegelboot. Segelboot. Na, was denn nun? Hier oben losgefahren. Ja. Erst die Mulde runtergemuldert und dann die Elbe runtergealbert. Also bitte, ja, vernünftig. Und da kamen wir in einen großen Hafen, Herr Preis. Ha, naja, nun geht's los. Und da bin ich umgestiegen. Aha. Und zwar auf ein größeres Schiff mit großen Segeln, so Pustesegel, wissen Sie? Ein großes Schiff. Ah, ich weiß schon, eine alte Fregatte. Ich kannte nämlich den Kapitän, wissen Sie? Ach, den kannten Sie. Ja, wer war denn das? Das war ein alter Freund von mir. Ja, wie hieß der? Der hieß, Heidewitzka, Paul Heidewitzka. Ach, bitte, was soll das? Hat mich mitgenommen an Bord als Augenarzt. Was, als was? Als Augenarzt. Hat sie als Augenarzt mitgenommen? Das muss ich doch genau wissen, wieso als Augenarzt. Als Augenarzt also mit. Aber Sie sind doch gar kein Mediziner. Nee, aber der hat mich mitgenommen als Augenarzt. Na bitte, was haben Sie denn da gemacht? Kartoffeln geschält. Ach bitte, was soll das, Kartoffeln geschält? Und, Unsinn. Naja. Ja, weiter? Also, jedenfalls, ich war auf diesem Schiff und eines schönen Tages haben wir dann in das Wasser hineingestochen. Nein, wir haben nicht in das Wasser gestochen, wir sind in See gestochen. Ja, es war feucht. Also, wir fuhren jetzt weiter. Erst oben rechts rum. Ja. Dann etwas links. Aha. Und dann an den beiden Hunden vorbei. Ja, und wie bitte, an wem? An wem vorbei? An den beiden Hunden vorbei. An was für Hunden vorbei? Und was? Was denn für Hunde? Ja, der große und der kleine bellt, kennen Sie nicht? Ach bitte, was soll das, Herr Hericht? Dann kam diese Insel, wissen Sie? Ja, diese, was denn für eine Insel? Na, so eine große Insel. An einer Insel vorbei. Wie hieß was denn die? USA Dom. USA. USA. USA, streiten Sie nicht, USA. USA Dom. Mit Dom hat das sowieso nichts zu tun. Bitte, ich hab's hier aufgeschrieben. Wollen Sie mal? Usedom. Oh. Menschenskind. Entschuldigen Sie. Also bitte, nehmen Sie sich gefälligst zusammen, ja? Und dann ganz oben rum. Ja. Und dann kam ein Sturm. Eieiei. Ja. Oh, ein Sturm. Ja, ein Wind. Das war sicher ein Orkan. Ja, es war ein sicherer Kahn. Und jetzt vor mir. Ach, Menschenskind. Das war Windstärke 28. Ja, ja, lieber Freund. Das gibt es nicht. Doch, doch, es war im Schatten. Und jedenfalls fuhren wir weiter. Ja, dann so südlicher. Ja, sehr schön. Mir das gemerkt, da kamen wir durch die Meerenge. Ja, was für eine Meerenge? Von Garibaldi. Gibraltar. Sind wir alles durcheinander. Und kennen Sie die mehr? Ja, natürlich. Die ist eng, Herr Breyer. Ja. Oh, war das da eng. Ja. So ganz eng, so breit. Nur wir mussten alle so stehen, damit wir durchkommen. Ach, bitte, was soll der Unsinn? Naja. Und dann geschah das Seltsame. Was kam denn? Dann kam eine Flöte. Eine was? Eine Flöte. Eine Flöte, eine Bordkapelle. Nee, eine Flöte. Was soll das sein? Na, kein Wind. Ja, lieber Freund, das ist keine Flöte, das ist eine Flaute. Kapitän hat gesagt, Flöte. Wer hat das gesagt? Der Kapitän. Zu wem hat er das gesagt? Zu mir. Ja, damit hat er Sie gemeint. Jawohl. Na ja, natürlich ist doch wahr, mein Kind. Das ist eine Flaute. Und eine Flaute ist dasselbe wie in den südlichen Gefilden ein Monsun. Nein, da gibt's keinen Konsum. Also kein Konsum, mein Kind! Aber Sie haben recht. Was habe ich? Sie haben recht. Wieso habe ich recht? Da war wirklich eine Bord... Was sagten Sie? Eine Bordkapelle. War ist da? Ist auf jedem Schiff? Auf dem Schiff eine... Oh, die ja, haben war schön, was? Musiziert. Haben die, was haben aber Sie so gespielt? Ganz, viele Melodien. Auch eine von Franz von Suppe und da haben wir... Franz von Suppe, bitte, ja? Nee, das ist ein Komponist, den kennen Sie nicht. Franz ja, ich von kenne Suppe. Ihn. Franz von Suppe, bitte. E-Accent aigu. Bitte? E-Accent aigu. Haben Sie es mal mit Einreiben versucht? Ach, bitte, was soll das? Franz von Suppe schreibt er sich und so wird er auch ausgesprochen, ja? Ah, ja. So schön, bitte erzählen Sie weiter, was war dann? Überhaupt eine, so eine Künstlertruppe war an Bord. Aha, ja, das gibt's. Ja, unter anderem auch ein Ballet und... Ein was? Ein Ballet und da... Ein Ballet? Was soll das sein? Na, die haben getanzt, Ballett meine ich, aber ich sage gleich Ballet nicht, weil sie sagen auch Suppe, was soll ich denn machen? Das heißt aber Ballett. Seien Sie mal vernünftig, es heißt Ballett. Ballett wird Ballett gesprochen, Ed wird wie Ed ausgesprochen. Ed wie Ed? Ed wie Ed. Ah, der heißt Buffet auch Buffet. Nein, Buffet heißt Buffet, ja? Nicht, da wird das E-T wie E ausgesprochen. Also Ed wird wie E. Ed wird wie E ausgesprochen. Ist naja, das klar ja, jetzt, ja? Ja, ist alles klar. Na, also schön. In besonderen Fällen. Naja, dann erzählen Sie weiter. Was waren das für Tänze? Ich meine, haben mir die Tänze gefallen? Ja. Ja, haben die gefallen? Sehr, nee. Was? Nee.
Was heißt sehr nett? Was soll das sein? Sehr nett. Na, ich meine nett, aber Ed wird ja wie eh ausgedrückt. Ach bitte, was soll das? Nehmen Sie mich doch nicht dauernd auf den Arm hier. Ist ja lächerlich. Nett wird wie nett ausgesprochen. Ed wie Ed. Ist das klar? Weiter. Ich fuhr nach Norwegen und wie war... Jetzt ist aber genug. Und da haben wir die Heißwasserquellen besichtigt. Was haben Sie besichtigt? Die Heißwasserquellen. Heißwasserquellen in... Ah, ja, ja, sind, ja. Da kommt aus dem Fußboden... Heißes, aus dem Fußboden. Heißes Wasser. Aus der Erde sprudelt das Wasser, ja? Blubber, blubber. Ja, ja, kommt da so raus. Das sind Fontänen, ja? Das kommt von der Erde. Und da war also Hochwasser. Ja. Und die Dinger heißen übrigens, diese Heißwasser... Oh, kann ich leider nicht erzählen. Wieso? Wieso können Sie es nicht erzählen? Erzählen, ja. Sie weiter. G wird wie Schee ausgesprochen. Natürlich wird G wie Schee ausgesprochen. Wie heißen die Heißwasserquellen? Geyser. Ich denke, G wird die Schee ausgesprochen. Sie. Bitte, ja, was soll denn das? Nuss genug, ja? Bitte weiter. Kein bisschen hier. Weiter? Furchtbar ist das mit Ihnen. Naja, jedenfalls sind wir da auch wieder weggefahren und kamen dann zum Misty Pippi und zum. Zum Mississippi. Wie Sie wollen. Also, Sie müssen doch geschlafen haben auf Ihrer Weltreise. Ja, danke, ich habe gut geschlafen. Ja. Immer in meiner Boje habe ich... In Ihrer Koje. Das ist erster, ich fuhr zweiter Klasse, nicht? Was soll ich machen? Und jetzt also stiegen dort zu, ja, diese, wie nennt man die, Tierfang-Expedenten. Eine Tierfang-Expedition. Diese Leute. Und mit denen ging es dann durch den Schunkel. Und wie wir jetzt... Was ist denn nun schon? Schon wieder was verkehrt. Wieso denn? Dschungel. Dschungel. Ja? Dschungel. Dschungel, nicht die Dschunkel. Kennen Sie keinen Dschungel? Da, wo die, ich war ja da. Na, pass auf, wo die Lianen von den Bäumen hängen. Was gibt's denn da zu lachen? Was gibt's denn da zu lachen? Herr Prall, das verwechseln wir. Das kann ja passieren. Wieso denn? Wie sagten Sie? Lianen. Nee, nee, pass auf, das heißt Lainen. Aber das ist ganz was anderes. Das kommt im Winter von den Bergen herunter. Mensch, Kind, das sind Lawinen. Bitte? Lawinen. Nee, nee, das sind Süßigkeiten. Das, nein, das sind Pralinen. Ja, das sind die Eingewickelten. Ach, also das ist kein dummes Zeug. Ja, Mensch, jetzt aber genug jetzt. Also, eingewickelt und was hier alles Also erzählt. Jedenfalls, nur ist genug. Weiter. Jedenfalls, dann ging es durch den Ginges und wie wir jetzt... Recht, was war? Dann ging es durch den Ginges und eines Tages... Also Moment, das ist schon wieder verkehrt. Wieso denn nun? Dann ging es durch den Ganges. Dann ging es durch den Ginges. Ist denn sowas zu fassen? Dann ging es durch den Ganges. Dann ging es durch den Ginges. Dann ging es durch den Ganges. Ja, Herr Prall, Sie kommen von der anderen Seite. Ach, Sie kommen.